Jo, was geht meine GTA-Freunde und auch Civilisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Ja, ich nenne es mal Glitches, denn ich habe heute für euch zwei Funny Oppressor Glitches im Schlepptau. Zum einen zeige ich euch, wie ihr bei eurem Oppressor das Vorderrad entfernen könnt. Und zum zweiten, wie ihr eine schöne Feuerspur hinter euch herziehen könnt. Ist eigentlich beides relativ simpel, macht auch sehr viel Spaß. Und dann würde ich sagen, hey, wir fangen mit Glitch Nummer Uno an. Und zwar müsst ihr mit eurem Oppressor Richtung Flughafen kommen und einfach vor dem Gebäude stehen, was ihr jetzt hier seht. Das ist das Devon Hangar oder wie der heißt. Dort steht einfach davor und fliegt hoch. Einfach nach oben fliegen auf das Dach des Hangars und schaut, dass ihr auf dem Vorderrad landet. Nicht runterfallen oder sowas, einfach ganz leicht auf dem Vorderrad landen und dann dürfte eigentlich auch schon euer Vorderrad verschwunden sein. Problem bei der Sache ist aber, das Lenken ist so gut wie unmöglich damit. Aber es macht trotzdem Spaß. Holt eure Freunde, schnappt euch einen Cargo Bob, setzt den Oppressor einfach unten auf die Straße und fahrt ein bisschen rum damit. Ne? Und zum zweiten habe ich dann noch den Glitch, wie ihr euch eine Feuerspur hinterherziehen könnt. Da legt ihr euer Oppressor einfach auf den Boden, am besten fahrt ihr schnell mit einem Auto dagegen und kippt Öl auf das Motorrad, also hinten an dem Raketenantrieb. Ich kann euch eins sagen, je mehr Öl, desto besser. Seid ihr dann der Meinung, ihr habt genügend Öl draufgekippt, setzt ihr euch einfach nur auf euer Motorrad und zündet den Raketenantrieb und dann viel Spaß. Ich kann euch nur eins sagen, so ein Feuerball, Junge. Okay, das musste ich einmal gesagt haben. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr Bescheid und wir sehen uns ganz einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut's rein, ciao, ciao.